So, hallo Leute. Ich sag's lieber nochmal. So, hallo Leute, weil jetzt habe ich in dem Moment, wo ich so gesagt habe, erst auf die Aufnahme gedrückt. Jetzt muss ich wieder nehmen, filmen, also kann leider nicht mit dem Bild sein. Man sieht ja hier, ist keine relativ kleine Waffe. Also, wenn ich da mich jetzt hier auf die Couch setze und habe die vor mir, bin zwar ich zu sehen im Bild, aber die Waffe ist ja nicht im Bild zu sehen. Also zu groß dafür. Also ich muss es so machen, dass ich mich hier neben die Kamera setze. Sekunde, ich erzähle gleich was dazu. Und wahrscheinlich muss ich noch meine Hausschuhe holen, weil ich bin hier gerade barfuß. Ich rauche mal auf hier. Man hat ja eben Aschbecher schon gesehen hier. Ich rauche mal auf, während ich das sage. Ich bin auch barfuß und wenn ich hier wirklich mal das Laden vorführe, und zwar muss man da bei der Armbrust. Also man könnte es auch anders machen, aber wie gesagt, das ist die einfachste Art und Weise. Muss man hier reintreten, also wenn das jetzt mein Fuß wäre, muss man hier mit dem Fuß reintreten, also die Armbrust auf dem Boden, dann hier mit dem Fuß rein und dann erst kann man die Sehne spannen hier. Und das möchte ich nicht unbedingt barfuß machen, dass mein Fuß dann mit dem Bild zu sehen ist. Also ich muss gleich nochmal kurz aufstehen, muss nochmal schnell meine Hausschuhe holen. Normalerweise trage ich halt meine Hausschuhe nicht in der Wohnung, also jetzt im Sommer ohnehin, ist klar. Ihr wisst ja selber, also wenn man zu Hause ist, hat man normalerweise keine Strümpfe oder Schuhe an. Gerade wenn man, wie ich jetzt, ich habe drei Lagen Teppich, also ich habe eine standardmäßige Auslegware in der Wohnung, dann habe ich meine eigene Auslegware, von wo ich damals hergezogen bin. Vor inzwischen mittlerweile 17 Jahren habe ich draufgelegt, die war halt noch gut, meine alte Auslegware, also von der vorherigen Wohnung, wo ich auch 30 Jahre lang gelebt und gewohnt habe. Also erst im elterlichen Haushalt und dann halt später in der eigenen Wohnung. Und dann habe ich nochmal Teppich, also hier bei der Couch, wo ich sitze. Also drei Lagen und da kann es nicht wirklich kalt von unten werden. Also Wohnung im Erdgeschoss, also theoretisch Keller unten drunter, kein Mieter, der unter mir selber heizen würde. Und da ist es natürlich angenehmer, gerade im Sommer barfuß rumzulaufen. Sekunde, ich hole kurz meine Hausschuhe. Ich muss mal jetzt das Bild. Jetzt bin ich gerade dahinter gelaufen, bin wieder in Richtung Kamera zurückgelaufen. Also wahrscheinlich ist das in der Aufnahme jetzt sowieso zu sehen gewesen. Und hier habe ich mir einen feuchten Lappen schon mal zurechtgelegt. Auch wenn ich diesmal keine Blankwaffen habe, also keine Dolche, keine Schwerter, keine Messer. Ich erkläre klar, warum ich hier schon mal einen feuchten Lappen mir geholt habe. Das habe ich gemeint. Sekunde, ich führe es schon mal vor. Beim Laden. Entweder stellt man es auf den Boden hier und tritt in den Bügel rein, oder wenn man halt sitzt, kann man hier, also deswegen habe ich halt schon geholt, ich wollte nicht unbedingt, dass mein Fuß im Bild dann mitzusehen ist, kann man hier halt reintreten und kann halt dann die Sehne hier spannen. Hier mache ich aber jetzt noch nicht, wie gesagt, ich muss erst mal was dazu erzählen. Und zwar habe ich mir die Armbrust nicht gekauft, diese Sportarmbrust, Skelettarmbrust. Sondern ich hatte von 2009 bis 2011 hatte ich eine Frau aus der Schweiz kennengelernt. Also hatte eine Freundin aus der Schweiz. Ich selber lebe ja in Deutschland. Wie gesagt, in Thüringen, in Erfurt habe ich auch schon mehrmals jetzt erwähnt. Ich muss jetzt schon mal hier die Pfeile rausnehmen, die Bolzen. Oder Armbrust sind ja Bolzen, keine Pfeile. Und sie hat halt irgendwann mitgekriegt, wo wir uns kennengelernt haben, also bevor wir dann uns verliebt haben und haben halt eine Beziehung gehabt. Wie gesagt, 2 Jahre die Beziehung gehalten von 2009 bis 2011. Sie hat halt mitgekriegt, dass ich ein Faible für Waffen habe und von ihr habe ich auch die Pulverflaschen, die hier schon zu sehen waren, wo ich auch das Video gemacht habe, hier grob die Geschichte von Feuerwaffen zusammengefasst habe, die ich dann auch im Video gezeigt habe. Also erst habe ich von ihr die Pulverflaschen geschenkt bekommen, wo sie halt mitgekriegt hat, dass ich Duellpistolen und sowas hatte. Wo ich ihr erklärt habe, die sind nicht schussfähig. Aber es war halt eine schöne Dekoration, eine schöne Zierde. Und irgendwann, weil sie Schweizerin ist, man kennt ja die Geschichte hier, Wilhelm Tell und so, Schweiz. Ist mir doch hier mein Knie mit dem Bild zu sehen.
irgendwann hat sie mir halt, nachdem sie mir schon die Pulverflaschen geschenkt hat, und ich habe ihr halt auch Sachen zurückgeschenkt, also wo ich dachte, das ist, was ihr gefallen würde. Man, ihr wisst ja selber, wenn man verliebt ist, macht man sich öfters kleine Geschenke. Kleine und größere Geschenke. Wenn man dann anfängt, sich zu verlieben, also wenn man dann irgendwann ein Paar wird. Nachdem sie mir die Pulverflaschen geschenkt hat, hat sie halt irgendwann die Idee gehabt, mir diese Armbrust zu schenken. Ich glaube, sie hat damals so knapp um die 100 Euro bezahlt. Also für diese Armbrust und diese Bolzen hier. Seitdem die Bolzen hat sie extra gekauft. Ich glaube, sie hat alles zusammen ungefähr für knapp 100 Euro erworben. Sie hat aber kein Futteral dazu bekommen. Also hier für die Bolzen. Da bin ich halt damals in den Waffenladen gegangen, also wo ich auch teilweise meine Waffen gekauft habe, Druckluft, Gas-Schreckschuss, tralala. Und habe halt hier so ein Futteral bekommen. Wahrscheinlich war es ein Futteral für eine Machete hier, man sieht es ja. Das wäre eigentlich, wie sag mal, viel länger hier. Es ist umgenäht, also hier von Hand hier umgenäht, also dass es kürzer wird hier, das Futteral. Wahrscheinlich ist es ein Futteral von der Machete. Hier, dass man das hier im Gürtel trägt, wenn hier jetzt meine zwei Finger jetzt an meinem Hosenbund mein Gürtel wäre, dass es halt hier so runterhängt, also in der Komplettlänge natürlich, dass hier eine Machete oder irgendwas reinkommen kann. Oder lange Pfeile, also richtige Pfeile für den Bogen, kann auch wirklich sein. Armbrust hat ja Bolzen, das sind ja die eigentlichen Bolzen kürzer als beim klassischen Bogen, also gerade der sogenannte englische Langbogen, als eigentliche Bogenpfeile. Und in der Regel ist der Pfeil auch als Einmaterial und hier drauf die Spitzen, ja. Ja. Also kann man wahrscheinlich austauschen. Hier, also mit Spitze. Dass es besser im Ziel stecken bleiben würde. Also, wie sagt man, weichere Ziele hier. Dass es hier stecken bleiben würde, hier Metallspitze. Und hier halt ohne. Dass man es entweder ohne diese Spitze jetzt dran verschießen kann, diesen Bolzen. Oder halt natürlich Spitze reinschrauben oder halt andere Dinger hier austauschen, also flach angenommen jetzt. Also im Grunde wie bei meinen Spitzkopf-Diabolos, wo die Standard-Diabolos eigentlich flach sind. Ich musste mir halt selber dieses Futteral besorgen. Habe es halt kürzer genäht hier, habe es natürlich nicht abgeschnitten. Habe es nur hier an der Seite kürzer genäht. Ist ja nicht mehr zu sehen so. Und da passen halt genau die Bolzen rein, also das oben noch hier diese, das sind auch keine echten Federn, das ist wahrscheinlich Kunststoff. Hier also keine richtigen Vogelfedern, ja, Kunststofflamellen. Dass die oben noch rausgucken, hier bei einer Handvoll Bolzen. Jetzt habe ich es gerade also vom Bild gehalten, Entschuldigung. Und das hier, keine Ahnung, wahrscheinlich von der Handtasche oder irgendwas hier. Also, dass man sich über die Schulter hängen kann oder halt hier quer vom Körper tragen kann. Ich versuch's mal, ob ich es hinkriege. Jetzt blöd, weil es schwarz ist. Also, hier das Futteral ist schwarz, das ist schwarz. Und das Ding hier, was ich gerade trage, ist auch schwarz. Ja, das was hier so, also in meinem Fall als Linkshänder, ich habe es genau verkehrt herumgelegt, ich bin der Linkshänder. Dass es hier so am Körper wäre, wenn ich halt Linkshänder bin. Oder wenn man es halt am Gürtel tragen würde, also hier, dass es hier so
Am Bein, muss ich wieder abnehmen. Das muss hier so an der Seite, wenn es am Gürtel wäre, das muss hier so an der Seite tragen würde. Also in meinem Fall als Linkshänder hier. Ja, ist halt blöd, ich habe mich halt nicht hingestellt dafür. Gut. Ich bin in der Wohnung, also schlecht jetzt mit dann wirklich vorführen, also mit Bolzen. Natürlich hätte ich jetzt, wenn ich es vorgeführt hätte, hätte ich von so einem Armbrustbolzen, hätte ich natürlich hier die Spitze abgeschraubt und hätte den Bolzen, wenn überhaupt, nur ohne die Spitze hier verschossen. Ne? Die andere ging relativ locker. Manche sind irgendwie schwerer. Ja, der würde sich lösen. Der würde sich lösen. Der, ja gut, jetzt doch. Also ich habe sie ja nicht mit Gewalt angezogen, also mit einer Zange. Ich habe sie ja noch handfest. Jetzt. Jetzt gehen sie komischerweise doch alle. Ja, bis auf den hier irgendwie. Der ist schwergängig. Ach, jetzt habe ich es eingekriegt. Ja. Keine Ahnung, ich habe jetzt. Jetzt muss ich halt aufpassen hier. Also, es tut schon weh. Es könnte, wenn es ins Fleisch eindringt, also es könnte locker bei jemandem, wenn es geschossen wird, in die Haut eindringen. Also mit solchen Spitzen vorsichtig sein, wo man, worauf man schießt. Dass nie irgendwo ein Mensch oder ein Tier in der Nähe ist, weil das. Könnte dann wirklich in den Körper eindringen und da steckt wahrscheinlich der Bolzen Minimum so ein Stückchen drin. Vielleicht sogar noch tiefer. Also eine Armbrust ist kein Spielzeug. Man schießt hier nicht mit irgendwelchen, keine Ahnung, Stöckchen oder was, wie wir früher als Kind hier Kaubon und Jana Pfeil und Bogen uns teilweise selber mal einen Bogen gebastelt haben und haben dann irgendwelche Stöckchen nur genommen. Also hier einfache Stöckchen, also ohne Befederung oder irgendwas. Und haben sowas als Pfeile benutzt. Hier, wie gesagt, das ist schon kein Spielzeug. Wie gesagt, die Waffe, also hier die eigentliche Armbrust. Da musste meine Freundin aus der Schweiz, also sie hat es natürlich in Deutschland gekauft. Ansonsten wäre es wahrscheinlich gar nicht geliefert worden, sie an die Schweiz. Also sie hat es direkt an mich gehen lassen. Also sie hat es selber gekauft, hat es bezahlt natürlich, war ja geschenkt. Und hat es aber an mich liefern lassen. Moment, jetzt habe ich die Kamera umgestellt. Eben, wo ich das mit dem Köcher hier gezeigt habe. Also sie hat es aus der Schweiz in Deutschland online wahrscheinlich gekauft und bestellt, hat es aber an mich liefern lassen als Versandadresse, aber die Rechnung ging an sie. Also ich habe dann auch später in Erfahrung gebracht, nachdem die Beziehung beendet war, nach den 2 Jahren, was es in Wahrheit gekostet hat. Was ich hier für das Futteral hier bezahlt habe, was ich mir für die Köcher hier selber besorgt habe, weiß ich nicht mehr. Ich schätze mal, sie hat um die 100 bezahlt, ich habe vielleicht 10 oder 20 Euro maximal hier für das Futteral bezahlt, wahrscheinlich billiger. Und wie gesagt, also hier mit sowas würde ich nicht unbedingt draußen schießen. Ist ja mittlerweile eh nicht mehr erlaubt, wo Menschen oder Tiere in der Nähe wären, die mit sowas hier getroffen werden können. Also die Spitze ist nicht zu unterschätzen hier. Wenn ich das jetzt, wie gesagt, getestet hätte, hätte ich natürlich so jetzt geschossen. Den Bolzen blank. Ich kann höchstens in meinen Flur da hinten reinschießen. Drin. Da treffe ich definitiv niemanden. Und wenn ich meinen Rucksack treffe, da hinten hängen 2 Rucksäcke von mir, dann kann ich viel passieren, dadurch, dass hier die Spitze ab ist. Ich werde es mal testen. Also ich lasse schon mal hier von dem einen lasse ich schon mal hier die Spitze ab hier. Von dem einen Bolzen. Gut, Sekunde, ich tue wieder die Kamera etwas verstellen. Jetzt war wahrscheinlich zu hoch. Ist ja nur, dass man dann auch meinen Flur sieht, wenn ich dann wirklich einen Testschuss mache, also hier zum Zeigen, zum Demonstrieren. Ich weiß nicht mehr.
Wahrscheinlich war es nicht fest. Also einklappbar hier mit beiden Dinger. Ja, ist blöd, weil es ziemlich groß ist. Ja, die sind wahrscheinlich einklappbar. Nach vorne oder nach hinten, also auch zum Transportieren hier. Also wahrscheinlich nach vorne klappbar hier. Also Sehne natürlich vorher ab. Die Sehne ist ja. Die Sehne ist hier so übergestülpt nur. Also hier die eigentliche Armbrustsehne. Die ist hier übergestülpt, also wenn sie dann gespannt ist. Und deswegen sind diese Dinger da, damit sie nicht so leicht abrutschen kann hier. So. Und wahrscheinlich, was ich mal vorhatte, also jetzt hängt sie ja bei mir an der Wand, was ich mal vorhatte. Die permanent, also die Sehne ist ja nicht gespannt, also so stark ist keine Spannung drauf. Sie sollen die Wand sägen hier, also als wie sagt man, Zierde. Und damals, wie gesagt, auch natürlich, wo meine Freundin aus der Schweiz mich dann besucht hat, damit sie sieht, ich habe ihr Geschenk auch einen Ehrenplatz gegeben. Dadurch habe ich halt hier mit Maschinenschrauben, schätze ich mal, ja. Also sieht nicht so schön aus. Hier eine Maschinenschraube mit Unterlegscheibe und hier halt auch Unterlegscheibe und Mutter. Also ich habe, es sieht nicht so geil aus. Ich habe es halt so irgendwo provisorisch erstmal hier zusammen gemacht. Ich weiß nicht, wie es normalerweise gemacht wird. Oder möglicherweise sind diese beiden Dinger hier beweglich. Also die sollten gar nicht hier festgemacht werden. Man kann sie halt befestigen, sonst hätte ich hier die Maschinenschraube hier nicht durchgekriegt. Weil hier, das ist alles original, irgendwelche Bolzen hier. Braucht man wahrscheinlich einen Imbusschlüssel. Da ist jetzt noch Staub in drin. Ich habe gerade nur bis hier mit dem Lappen erwischen. Moment. Also Thema Pflege. So kann man natürlich abwischen hier. Oh, da kommt man halt schlecht rein hier. Ja, wo jetzt noch. Ja gut, jetzt ist er nicht zu sehen in der Aufnahme, weil die Kamera das nicht so ideal fokussiert. Ja, also man erkennt es ein bisschen. Also hier drinnen ist Staub. Hing jetzt wieder schon eine ganze Weile an der Wand. Wenn ich sie natürlich jetzt im Video zeige, soll sie sauber sein, also nicht staubig. Und ich hätte sie ja ohnehin dann geputzt, jetzt wo ich sie einfach für das Video von der Wand abgehangen habe und hätte dann wieder geputzt an die Wand gehängt. Würde ja jeder so machen, wenn er sowas macht, dass es im Video auch ordentlich aussieht. Also genau wie hier, das Skelettaufbau hier. Dass man halt einen Lappen, also einen leicht angefeuchteten Lappen, dass man hier beim Finger stülpt und hier so ein bisschen drinnen mal die staubigen Stellen hier auswischt. Hier beim Abzug, wie gesagt, vorsichtig sein, also hier ist der Abzug. Aber der ist ja ohnehin gesichert und ich habe ja auch, wie gesagt, die Sehne ohnehin noch nicht gespannt. Also sie wiegt schon einiges hier, also mit einer Hand gehalten. Man merkt schon, es ist kein Spielzeug. Aber es ist noch zu ertragen, dadurch, dass es hier im Unterschied zu einer klassischen Armbrust, zu einer historischen Armbrust, deswegen heißt das Skelettarmbrust, dadurch, dass es hier überall hohl gelassen wurde hier. Also einerseits stabil, hier, also kein Metall, keine Ahnung, wahrscheinlich auch Kunststoff, aber harter Kunststoff. Und andererseits hier, dadurch, dass hier alles hohl ausgelassen wurde, ist es natürlich nicht allzu schwer. Fragt mir nicht, ich sehe hier nur, wie gesagt, Sicherung hier. Safe Fire. Da also hinten sicher und dann vorne entsichert, also safe, Englisch sicher und dann Fire ist ja klar, also Feuer, also abdrücken. Hier wahrscheinlich. Moment, jetzt habe ich den Lappenkreuz noch in der Hand. Legen wir hier drüber. Ja. Ja, ich muss es doch auf mich richten. Also ich habe ja gesagt, hier, jetzt richte ich sie gerade auf mich, geht ja nicht anders.
Aber Szene ist nicht gespannt und Abzug fasse ich auch nicht an. Ja, jetzt hat man so ein Geräusch gehört. Also jetzt habe ich sie entsichert, steht sie nach vorne. Safe, nach hinten ist sie gesichert. Jetzt muss ich Schlappen kurz wieder wegräumen hier. Hier ist klar, Abzug. Moment, das muss ich mal entsichern, dass ich den Abzug mal zeigen kann hier. Jetzt wäre er beweglich. Jetzt aktiviere ich wieder die Sicherung. Hat man es auch eben gesehen. Sekunde, also hier nicht mehr beweglich, Sicherung wird aktiviert. Ja, Achtung, jetzt ist er beweglich. Und jetzt achtet mal hier auf den Abzugsbügel in dem Moment, wo ich die Sicherung wieder nach vorne schiebe. Ja, ist gar nicht so einfach. Ich habe es da eben eingekriegt. Ach so, es war. Ich hätte sie nach hinten schieben müssen. Ich wollte sie nach vorne schieben. Mehr Sekunde. Na, jetzt ist also wirklich. Ja. Jetzt muss ich es nach hinten schieben. Ich habe es in die falsche Richtung gedrückt. Achtung hier. Abzugsbügel im Auge behalten. Habt ihr gesehen? Ich mach's nochmal. Hier beweglich. Achtung. Er ist ganz leicht nach vorne geschnippt. Jetzt ist er natürlich wieder unbeweglich. Ich weiß nicht, ob sie damals schon gewusst hat, dass ich Linkshänder bin oder ob es solch Zufall war. Also, dass sie sowohl für Rechts- als für Linkshänder ist. Das ist ja bei mir immer wichtig, egal ob Waffen, egal ob Maschinen, egal ob sonst was. Ihr wisst ja selber, also wer selber Linkshänder ist, das ist manchmal problematisch hier. Also, hier gibt es keine Probleme. Diese Fallsicherung ist klar, Sicherung ist natürlich für einen Rechtshänder ausgelegt. Also, wenn ein Rechtshänder das hier an seiner rechten Schulter hier hätte. Moment, ich muss weiter ins Bild rein. Hier, wenn ein Rechtshänder das hier an seiner rechten Schulter hätte, hätte natürlich für ihn als Rechtshänder hätte natürlich hier, also rechter Unterarm, rechter Hand, hätte für ihn natürlich hier Sicherung angenehmer. Ich muss halt als Linkshänder, wenn ich jetzt schon angelegt hätte auf der rechten Schulter, muss ich halt hier rübergreifen und muss halt hier. Aber das meiste so, dass die Sicherung für mich auf der falschen Seite ist. Bis auf Waffen, wo es überhaupt keine Sicherung da oben gibt. Oder wie hier beim Luftgewehr, wo es hinten war, da war es egal, ob rechts oder linkshänder. Hier gehe ich davon aus, hier kann auch ein Zielfernrohr aufmontiert werden. Ich weiß nicht, ob das gepasst hätte, was ich für mein Luftgewehr habe hier. Also hier ist schon mal, wie sagt man, Kimme. Also klassische Kimme und Korn zielen hier. Das ist die Kimme, das ist jetzt wieder blöd zu sehen hier, das ist eine leichte Kerbe hier drinnen hier. Hier ist eine leichte Kerbe. Wenn ich halt was Helles dahinter halte, ist in dem Fall jetzt meine Hand hier. Ja. Das wird's Korn sein. Ja, ich kann hier schlecht weiter ran durch die Dinger hier von der Armbrust. So. Aber da sieht man das Korn ja nicht. Ja, jetzt sieht man es. Ich schätze mal, das wird das Korn sein. Hier, wenn man über Kimmer und Korn zielt. Also da Kimmer und da Korn. Kimmer. Korn. Ich teste es mal. Moment, also. Finger natürlich weg vom Abzug, also immer gestreckt lassen. Es wird erst Finger in den Abzug gelegt, bevor man wirklich abdrückt. Also ich habe ja erklärt, nie Sicherheitsmaßregeln ignorieren. Irgendwann machst du es mal und hast wirklich eine gefährlichere Waffe als sowas hier, auch wenn das auch schon ohnehin gefährlich ist hier. Es könnte jemand getroffen werden und so eine Spitze kann in die Haut eindringen, wenn hier so eine Spitze am Bolzen dran wäre. Jetzt sieht man es wieder nicht. Jetzt fokussiert die Kamera wahrscheinlich die Armbrust und fokussiert nicht die Spitze.
Ich muss irgendwas dahinter halten. Also ich muss wieder meine Hand hält dahinter halten. Mensch. Kurz seine Meinung, wenn die Kamera das nicht richtig scharf anzeigt. Das gibt's aber nicht. Irgendwie will es nicht, wie ich will. Probier's nochmal mit einem Stückchen Papier. Ich gehe davon aus, es ist gut genug zu sehen. Also das hier, wie gesagt, wenn das bei jemandem in die Haut eindringt, dann dringt es wahrscheinlich in die Haut ein. Also entweder steckt der Bolzen dann ein Stückchen drin oder er steckt etwas weiter drin. Das muss ja nicht sein. Deswegen immer Sicherheitshinweise beachten, Sicherheitsregeln. Finger erst am Abzug, wenn wirklich abgedrückt wird und natürlich dann auch, wenn entsichert ist. Und ich muss mich mal so mit einem ausgestreckten Bein hinsetzen. Ja, ich bin ja Linkshänder, wie gesagt. So, Moment. Mal sehen, ob ich auch mit meinem eigenen Gesicht im Bild bin dann. Ja. Ich will hoffe, ich war jetzt im Bild zu sehen hier. Kimmer und Korn. Also man kann über Kimmer und Korn zielen, für mich als Brillenträger ist halt scheiße. Wenn die Brille so weit nach unten geht, dass man nicht mehr genau die Kimme gut erkennt, also damit ein blanken Auge nur die Kimme sieht. Also hier wäre es wahrscheinlich bequemer mit dem Zielfernrohr. Bin ich wirklich im Bild, also ich hoffe es. Weil ich kann ja gleichzeitig nicht zur Seite gucken wegen der Aufnahme. Ja. Wahrscheinlich wäre es besser, wenn hier ein Zielfernrohr angebracht ist. Ich schätze mal. Hier ist irgendwie was mit dem Gewinde. Und ich kann hier die Kimmer einstellen hier. Irgendwo hat jetzt eben was geklappt. Ah hier, jetzt ist locker irgendwas geworden. Ja, also wie gesagt, ich habe hier keine Finger am Abzug. Also ich habe halt einen Handgriff, aber ich habe meinen Zeigefinger auch mit am Handgriff. Immer Pfoten weg vom Abzug. Solange nicht geschossen wird. Gerade wenn jetzt hier bereits der Bolzen eingelegt gewesen wäre und hier die Sehne wäre gespannt. Ich fummele hier rum, also hier will irgendwas machen, will irgendwas klotzen. Achte nicht drauf, ob da vorne jemand läuft, hier in die Richtung, wo ich jetzt gerade hinziele. Wie gesagt, Abzug wird nicht angefummelt. Hier irgendwas bewegt sich. Schätze mal, damit macht man sich locker, damit kann man hier das Korn einstellen, also die Höhe vom Korn. Ich muss nochmal zielen, dann, nachdem ich es hochgestellt habe. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe das Korn gerade höher gestellt. Muss man mal ungefähr merken. Also immer noch Finger habe ich nicht am Abzug hier, man sieht es ja, Handgriff unten. Also ich hoffe, man sieht es. Hier, da ist der Abzug. Hier, kein Zeigefinger am Abzug. Ich muss immer merken, wie es ist. Oder ich muss es gleich so einstellen, während ich noch gucke, dass ich es besser sehe. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe es höher gestellt. Also ist das nur ums Korn hoch oder niedrig herzustellen, hier das Stellrädchen. Geht aber irgendwie ziemlich schwergängig. Tja, entweder ist hier gar nicht, wie sagt man.
dass man Zifferrohr anbringen kann, weil ich dachte, da ist ein Aufbau, also wie bei einer, wie beim Dreibein, wie bei einer Kamera hier, manche Dreibeinstative für Kameras, dass man hier Zifferrohr drauf anbringen kann oder hier, aber das scheint nur kein Grund zu sein. Also hier würde ich wahrscheinlich ein Zielfernrohr nur mit irgendwelchen anderen Klemmungen tauschen hier, um den eigentlichen Gehäuse dran kriegen hier. Ich war der Meinung, auf der Armbrust kann ein Zielfernrohr montiert werden. Ja, wahrscheinlich ist es da nicht, wie gesagt, gibt es teurere Modelle als das hier, also exklusivere Modelle, die das entweder schon drin haben, das Zifferrohr, das wird halt automatisch mit dazu verkauft, also im Preis inklusive. Oder man muss halt sich anders irgendwo hier was einfallen lassen. Tja, kann ich jetzt wie gesagt nur testen. Also Sicherung ist noch aktiv hier. Ne, jetzt war sie nicht aktiv. Doch, jetzt war sie aktiv. Weil jetzt will ich ja mal testen, ob ich eine Sehne hier spannen kann. Also ich weiß nicht, ob die Sicherung vorher dafür gelöst werden muss, um die Sehne zu spannen, oder ob die Sicherung deaktiviert werden muss. Ich deaktiviere sie mal, also hier Fire, und jetzt spanne ich die Sicherung, spanne ich die Sehne und dann aktiviere ich wieder die Sicherung hier. Mal sehen, ob ich es hinkriege. Ja, jetzt habe ich Kamera wieder zu hoch eingestellt. Moment, ich versuche mal die Kamera wieder etwas niedriger zu machen. Ja, genau. Ja, ist halt blöde vom Platz her. Draußen im Freien wäre es idealer gewesen. Aber ich will ja, wie gesagt, mit sowas nicht draußen rumlatschen. Ich habe ja hier kein eigenes Grundstück. Dann bin ich das Ding ja gleich los. Also jetzt kann zumindest nichts passieren, weil ich ja vorne einen Fuß drin habe. Also im Stehen wäre es besser, das Ding auf den Boden stellen. Ja, also theoretisch kann nichts passieren. Die Sehne kann eigentlich einfach abgehen. Hier, dafür habe ich ja diese Dinger hier dran. Tja. Wo mache ich sie dann rein? Und oben oder unten? Bin ganz ehrlich, ich habe es nie benutzt. Ich habe es halt, wie ich erklärt habe, ich interessiere mich für Waffen. Aber gerade hier, Armbrust hat mich eigentlich eher weniger interessiert. Also eher Schusswaffen, also sprich Gaspistole, Gas-Schreckschusswaffe oder halt Druckluft, also Luftpistolen, Luftgewehre hier. Pfeil und Bogen, Armbrust hat mich wenig interessiert. Ich habe es halt damals als Geschenk natürlich genommen, ist klar. War ja meine Freundin, war ja später meine Partnerin hier, meine Schweizer Bekanntschaft. Aber ich habe es halt nie benutzt. Ich habe es halt ihr zuliebe an einen Ehrenplatz an die Wand gehängt und mittlerweile hängt es nicht mehr an so einem prominenten Platz, weil die Beziehung ist ja mittlerweile schon seit jetzt 11 Jahren vorbei. Ich gehe davon aus, hier ist irgendwie wie so eine Art. Hier ist irgendwas, dass da die Sehne reinkommt. Ja, man sieht es ja schlecht. Muss wieder eine Hand dahinter halten hier. Dass da die Sehne eingeklemmt wird. Wie gesagt, noch kann ja nichts passieren, also wenn ich es jetzt teste. Noch habe ich ja keine Bolzen eingelegt. Probier's mal, Sehne da hinten und da rein. Ja, nicht. Es klappt automatisch von unten. Also weiß ich die Sicherung, ich probiere mal, jetzt habe ich die Sicherung wieder, wie gesagt, mal aktiviert. Nee, hält trotzdem nicht. Naja, ich muss es bestimmt bis dahinter. Also doch eine ganz schöne Kraftanstrengung. Also im Stehen hier, Fuß dann rein, unten in den Bügel wäre es bequemer gewesen als im Sitzen.
Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich habe damit nie geschossen. Die hingen halt wirklich nur an der Wand. Tja. Gute Frage jetzt, gell? Ja, ich habe da kein Problem. Also klar, es ist ein bisschen blöd jetzt, wenn ich sie nicht zeigen kann, aber also vorführen kann. Also ich kriege die Sicherung bis hinter, die Szene bis hinter, aber irgendwie kriege ich es nicht hier über irgendwas drüber gestülpt hier. Habe ich hier irgendwo aus der Szene was falsch eingestellt? Ja, nee, das ist wirklich nur hier für die Kämme hier, das Ding hier, um die Kämmehöhen zu verstellen. Zu Höhen zu verstellen, naja, habe ich ja gesagt. Ich weiß ja nicht mehr, ob da Papiere dabei waren. Ich kann mich nicht erinnern, dass da Papiere dabei waren. Also keine Ahnung. Entweder wird es da reingeklebt, die Sehne, oder da, aber da hat es ja nicht gehalten hier. Muss ich mir da mal angucken, ganz kurz. Passiert nichts, also hier, dass irgendwas runtergeht. Gute Frage. Ja, toll, gell? Keine Ahnung, wie ich die Szene arretiere. Ich krieg sie hintergezogen, aber ich krieg sie halt nirgendwo hier das was einrostet. Und da kann sie nicht gehalten werden. Da rutscht automatisch ab. Außerdem würde ich riskieren hier, wie sagt man, wenn das hier zu oft passiert, hier über diesen Metallenen hier, dass er dann irgendwann ausfranst hier. Ich habe zwar noch irgendwo eine Ersatzszene, aber ich habe sie ja nie gebraucht, weil ich sie ja nur zum Angucken an die Wand gehängt habe. Also ich habe ganz, ich bin jetzt ganz ehrlich hier, ich habe noch nie damit geschossen. Es war halt ein Geschenk und ich habe es halt, weil es auch gut aussah. Also hier gerade, wenn es an der Wand hängt, hier. Warum es ja heute noch bei mir an der Wand hängt, aber nicht mehr an der Ehrenplatz. Also wie damals, wo ich noch mit dieser Frau zusammen war, die mir das geschenkt hat, mit meiner Freundin aus der Schweiz, mit meiner späteren Lebensabschnittsgefährtin, Partnerin aus der Schweiz. Ich habe es halt nie benutzt. Es war halt immer nur, wie sagt man, genau wie die Pulverflaschen mehr. Dekoration. Ja, ich krieg's irgendwie nicht so gut hingelegt oder hingestellt, dass er anständig im Bild zu sehen ist. Naja, so sieht's eigentlich gut aus. Gut, da kann ich eigentlich gar nichts weiter dazu sagen. Also zumindest habe ich alles vorgeführt, was ich erkannt habe. Ich weiß, dass das hier durch die Aussparung Skelettarmbrust sich nennt, weil halt der Schaft nicht massiv ist.
Die Dinger, wie gesagt, sind eigentlich zum nach vorne klappen, also auch beim Transportieren, dass man seine Köcher oder irgendwas transportiert, die im Bogen. Also Sehne ist natürlich abnehmbar, ist ja klar. Ich habe es ja gezeigt, ich will es aber jetzt nicht abnehmen, die Sehne. Es war wahrscheinlich schon schwer genug, die da überhaupt dran zu fummeln. Im Grunde ist es wie bei dem Leitervorgang. Also hier, da kann man halt einen Fuß zur Hilfenahme rein, wenn man steht, dass man unten den Fußbügel, wie ein Steigbügel anfährt, dass man den Fuß reinstellt und dann zieht man halt die Sehne zum Körper hin, also richtet sich wieder auf. Das haben wir auch die früher Leuten, also wo Armbrüste damals im Mittelalter aus Holz und so waren. Mit dem einzigen Unterschied im Vergleich hier zu so modernen Armbrüsten hier, was die halt unten einen Bügel hatten, wo sie dann nie die Sehne ausgelöst haben. Und hier hat man halt einen klassischen Abzug wie bei einer Pistole. Das wisst ihr ja selber, also die Geschichte von Armbrüsten. Also wie gesagt, die Geschichte von Armbrüsten interessiert mich, aber ich habe kein Interesse gehabt oder keinen Spaß damit zu schießen. Deswegen habe ich wahrscheinlich nie geschossen, obwohl ich es mittlerweile schon seit, jetzt haben wir 2020, 12 Jahre, seit 13 Jahren besitze. Also damals um 2009 wurde sie mir geschenkt. Habe ich eben 2020 gesagt, 2022. Also bereits von 2010 bis 2022, 12 Jahre, ja doch, 2009, also 13 Jahre. Ich habe sie seit 13 Jahren, habe aber nie damit geschossen. Und hier den Köcher habe ich mir natürlich auch noch gekauft, wo ich damals noch mit ihr zusammen war, um es dann an den Ehrenplatz an meiner Wand aufzuhängen, wo sie mich besucht hat, damit sie halt sieht, ich weiß ihr Geschenk halt zu würdigen. Ja, wisst ihr ja selber. Ihr wart ja alle bestimmt schon mal, also die meisten, die das hier irgendwann mal sehen werden, ihr wart ja alle schon mal in eurem Leben verliebt. Da gibt man sich halt besondere Mühe, auch die Geschenke vom Partner zu präsentieren. Man möchte ja dem Partner nicht irgendwo das Gefühl geben, er hat schlecht einen beschenkt. Also man möchte ja dem Partner auch ein gutes Gefühl geben. Denjenigen, von dem man ein Geschenk erhalten hat. Und umgedreht dasselbe in Grün. Wisst ihr ja auch ebenfalls, wenn ihr schon eine Freundin hattet oder eine Partnerin habt oder hattet. Eigene Geschenke, die man dem Partner oder der Partnerin macht. Wenn man merkt, man hat da genau ihren Geschmack getroffen und sie weiß es zu schätzen und zu würdigen und benutzt es regelmäßig oder hat es an irgendeinem Ehrenplatz. Also da fühlt man sich auch gut dabei. Ist halt so. In der Beziehung sind ja alle Menschen gleich, unabhängig vom Geschlecht. Tja, kann ich hier gar nichts weiter jetzt vorführen. Kann auch kurz was zur Geschichte von Armbrüsten erzählen, habe ich ja heute jetzt begonnen. Also wie gesagt, damals hatten sie unten halt einen Bügel. Wisst ihr ja, wenn ihr schon mal historische Filme gesehen habt. Und hier ist es halt ein Pistolenabzug. Und irgendwann wurde es auch geächtet vom Papst, von der Kirche. Wahrscheinlich auf Druck von irgendwelchen Edelleuten, also die Druck auf die Kirche ausgeübt haben. Weil halt ein Armbrustbolzen im Unterschied zum klassischen Bogenpfeil konnte theoretisch auch eine Rüstung durchschlagen. Also konnte in die Rüstung eindringen. Gerade hier hat man ja bei Pfeilen auch experimentiert. Ist ja heute noch so, also hier Thema Rambo hier, wo irgendwelche Exklusiv-Pfeilspitzen auf seine Pfeile, also in den Rambo-Film hier angebracht hat, hier mit Gewinde. Man kann ja hier unterschiedlich beim Bolzen oder beim Bogenfallen, man kann ja unterschiedliche Spitzen entwickeln für unterschiedliche Ziele, also auch Spitzen, die für Ziele, in dem Fall gepanzerte Ziele, geeignet sind. Und es ist im Grunde eine arme Leutewaffe, kann man sagen. Also im Unterschied zum Bogen, idiotensicher, Bogen. Muss man eine gewisse, wie sagt man, Erfahrung haben. Jetzt habe ich den wieder außerhalb vom Bild gelegt. Sekunde, ich versuche mal, ob ich die Kamera noch weiter runter machen kann. Also ich erzähle jetzt noch ein bisschen was zur Geschichte von Pfeilen, Bogen und Armbrüste. Für Leute, die sich damit auskennen, wird es nichts Neues sein. Es wurde halt irgendwann von der Kirche geächtet, vom Papst.
weil halt die im Unterschied zu Bogen, also Bogenpfeilen mit Muskelkraft auch eine Rüstung durchschlagen konnten, weil es im Grunde eine idiotensichere Waffe ist. Also wenn man ein paar Sicherheitshinweise im Umgang damit beachtet. Man braucht keine lange Ausbildung im Unterschied zum Bogenschießen, wo man in der Regel schon Kenntnisse im Bogenschießen haben muss, wo man das von klein auf, deswegen gibt es ja unterschiedliche Bögen für Kinder, für Erwachsene, für Jugendliche, also unterschiedliche Zugkräfte von beim Bogen, weil man halt hier selber nicht die Sehne halten muss, hier wird die Sehne von der Vorrichtung gehalten. Also erst in dem Moment, wenn unten der Bügel aktiviert wird oder hier in dem Fall der Pistolenabzug. Dann wird erst die Sehne gelöst, also sprich der Bolzen wird verschossen. Man braucht nicht Kraft, also man braucht weder großartig Kenntnisse im Umgang damit, noch braucht man großartig Kraft, um eine Armbrust zu bedienen. Das kann jeder Trottel. Warum auch in China hat man auch schon Berichte gesehen, hier Präparierarmbrust, also mit großen, wie sagt man, Magazinen, also mit mehreren Bolzen in dem Fall. Ich will aber Pfeile sagen, bei Armbrust sind so Bolzen, wo man so verschiedene Magazine hätten aufsetzen könnte, keine Ahnung, 10, 20, also je nachdem Größe vom Magazin, wo man einfach nur so einen Hebel hin und her hat, also wie heute bei klassischen Maschinengewehren, also automatischen Waffen. Und dadurch war da automatisch eine interne Sehne gespannt, also die war gar nicht großartig hier zu erkennen, jetzt so wie hier, also offen, dass sie hier oben lang geführt wird. Und konnte dann theoretisch 10-mal hintereinander und so weiter schießen. Also hat sich sehr erfolgreich in China bewährt, also Repartierarmbrust. Mit großen Magazinen, also großer Magazinkapazität, also viele, viele Bolzen. War natürlich dann dementsprechend eher für Ziele, die relativ nah an einem sind, gedacht, also weniger für weiter weg. Ist ja Armbrust sowieso weniger geeignet als in Langbogen. Also da heißt ja nicht nur Langbogen wegen der Länge, also der eigentliche Bogen hier. Englische Langbogen, sondern auch wegen der Reichweite vom Bogenpfeil. Da ist eine Armbrust ohnehin für kürzere Distanzen ausgelegt. Und bei dieser Repartierarmbrust waren halt die Distanzen, wo sie effektiv eingesetzt werden konnte, auch noch kürzer. Also muss der Gegner schon näher an dir dran sein. Aber es konnte halt jeder Depp bedienen, also die Massenheere. Aus dem Grund wurde es halt irgendwann mal geächtet, hat natürlich sich keiner dran gehalten. Also ist klar, genau wie bei anderen Waffen, die mehr oder weniger als unsauber, als unfair gegolten haben. Im Ernstfall im Krieg ist jedes Mittel recht. Da wird auch jede noch so schmutzige Waffe und noch so hinterhältige und feige und fiese Waffe eingesetzt. Sprich, wir kennen ja alle die Geschichte, also Gase, Erster Weltkrieg. Als Kampfstoffe, biologische Kampfstoffe, atomare Kampfstoffe. Das ist dann das Schlimmste, also atomare Kampfstoffe. Alles andere ist natürlich auch schlimm, also chemische, biologische Kampfstoffe, aber es gibt immer welche, die so überleben. Möglicherweise sind sie dann gesundheitlich eingeschränkt oder schwerst behindert, aber da ist nicht die Massenvernichtung in dem Sinne so auf dem Level wie bei atomaren Massenvernichtungswaffen. Deswegen heißen sie ja Massenvernichtungswaffen, also weil man nicht nur einen einzelnen Gegner damit tötet. Und da hält sich im Ernstfall keiner dran, egal wie geächtet sowas ist. Als letztes Mittel hat das jeder Staat irgendwo im Arsenal. Und genau aus dem Grund wurden halt damals auch Armbrüste mehr oder weniger weiterhin benutzt. Also hat sich keiner dran an die Ächtung, ans Verbot von der katholischen Kirche gehalten, vom Papst. Weil man konnte Massenheere damit ausrüsten, die Leute mussten nicht großartig ausgebildet werden. Und es war effektiv. Hier muss ich auch, aber es hat sich mittlerweile auch, wie sagt man, erklärt hier. Das heißt nicht Victory hier, V-Victory. Das war eine Verhöhnung, also gerade Thema Bogen und Armbrust. Als Langbogenschützen braucht man ja die beiden Finger hier, Zeigefinger und Mittelfinger und Daumen, um an der Sehne hier den Pfeil dann zu halten hier
von der Bogensehne. Wenn ich jetzt hier einen Bogen hätte und hätte jetzt gespannt, brauche ich ja diese drei Finger hier, um den Pfeil hier zu halten. Also hier Zeige und Ringfinger und Daumen. Und wenn da eine Bogenschütze gefangen genommen worden ist, also einerseits war das sowieso verheerend, weil Bogenschütze waren halt Spezialisten im Unterschied zu Armbrustschützen. Da wurden entweder die drei Finger hier abgehackt, Daumen, Zeigefinger, Ringfinger, oder es wurden die beiden Finger abgehackt. Dass er zwar noch seinen Daumen hat, aber kann halt nicht mehr, es sei denn hier mit dem Daumen und Mittelfinger, nicht Daumen und Ringfinger, das ist ja der Ringfinger. Er hätte halt dann hier mit den zwei Fingern, die er noch hat, also Ringfinger und Kleinfinger, einen Pfeil halten können, aber da hast du ja nicht wirklich, wie sagt man, Kraft. Also in der Regel wurde Zeigefinger und Mittelfinger abgehackt. Und weil die Bogenschützen das wussten, um ihre Feinde zu verhöhnen, haben sie dieses Zeichen gemacht. Also es heißt nicht Victory V. Das war um zu zeigen, hier, ich habe nur alle drei Finger hier. Also Zeigefinger, Mittelfinger, Daumen. Das ist eigentlich die wahre Bedeutung hier von angeblicher Victory hier, V. Ja. Ist mittlerweile auch ziemlich bekannt, also ist kein Geheimnis. Tja. Mehr fällt mir jetzt eigentlich auch nicht mehr ein. Das mit dem Armbrustgrob habe ich erklärt. Das mit dem V habe ich jetzt erklärt. Also hier Bogenschützen, Armbrustschützen. Es wird halt genauso Sportschießen veranstaltet hier wie mit scharfen Waffen oder mit Luftdruckwaffen oder so. Also Bogenschießen, Bogenschuss-Turniere, Armbrust wahrscheinlich auch. Aber es ist halt weniger sportlich, weil man brauche bis auf die Fähigkeit zum Zielen, man brauche nicht großartig spezielle Fähigkeiten. Es kann eigentlich jeder Depp mit Armbrust schießen. Dass ich es jetzt nicht konnte, war, weil ich irgendwie Probleme habe jetzt, wie ich das hinkriege mit dem Spannen. Ich muss mich nochmal informieren. Aber hat mich ja nie interessiert. Wie gesagt, bei mir war es nur als Zierde. Deswegen habe ich mir damals das Futteral gekauft, ansonsten hätte ich auch die Bolzen weggelassen, aber ich wollte es halt auch dann für meine Freundin, weil es ein Geschenk war, schön präsentieren. Also inklusive den Köcher mit den Bolzen habe ich dann an die Wand gehängt, dann an den Ehrenplatz, wo ich noch mit ihr zusammen war. Gut. Dann tut es mir leid, wenn es nicht so interessant war. Könnte sein, vielleicht war es trotzdem unterhaltsam für den einen oder anderen. Dann viel Spaß in Anführungsstrichen, falls es jemandem Spaß macht. Und wenn er sich halt nur amüsiert, soll mir auch egal sein. Ich lade es halt hoch. Jetzt habe ich es einmal alles erzählt, mein Gott. Ja, und wie gesagt, ich hätte noch Dolche und andere Waffen da, aber ich hatte ja schon mal vor zwei Tagen gesagt, eigentlich wollte ich keine Videos mehr zu Waffen machen. Also das jetzt mit der Airsoft-Pistole oder hier mit dem, das war jetzt wahrscheinlich definitiv das Letzte. Ich wüsste da nicht, was ich zu meinen ganzen Dolchen und Messerchen und was ich so alles noch anderes da habe, was ich da noch erzählen könnte. Im Grunde, wie man mit einem Messer umgeht und der Aufbau von dem Messer und so. Ich finde das eigentlich weniger interessant, also auch wenn ich selber solche Videos gucke. Ich gucke mir eher Videos an, wo Schusswaffen, Luftdruckwaffen, Schreckschusswaffen vorgestellt werden. Oder wenn ich mal sowas angucke, dann wegen, weil mich ja ohnehin die Geschichte und die Technik von Waffen mehr interessiert, als eigentlich damit rumzuballern, Waffen täglich zu benutzen. Deswegen brauche ich auch keinen Sportschützenverein oder sonst was. Würde ich nur sinnloses Geld ausgeben. Also würde gar nicht so oft dran teilnehmen, wie man es wahrscheinlich könnte. Gut, also ich stoppe jetzt ab. Das reicht jetzt auch. 54 Minuten. Dann alles klar und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Ciao.